Mein Name ist Veronika Engel, ich bin 25 Jahre alt, gelernte Landwirtin und ich arbeite jetzt seit September bei Hybrid Genetics. Mein Hauptschwerpunkt ist die iBreed und ich schaue mir die Kühe auf den Betrieben an und mache Anpaarungsempfehlungen und natürlich liefere ich auch das Sperma aus. Ich hätte nicht gedacht, wie viele iBreeds wir ausliefern und wie groß das Interesse an der iBreed ist. Zu Hause arbeiten wir seit einem Jahr mit der iBreed. Das gefällt uns sehr gut, weil die Besamung dadurch einfach viel, viel einfacher ist und wir nicht mehr rektal den Arm einführen müssen in das Tier, was sowohl gut für den Menschen als auch fürs Tier ist. Die Besamungserfolge sind genauso hoch wie bei der klassischen künstlichen Besamung und mit ein bisschen Übung kann das Gerät jeder bedienen. Anfangs lege ich mir direkt den Gürtel um, ziehe den Sanitärüberzug über die Pistole, schalte sie ein und stecke sie in die Tasche vom Gürtel. Währenddessen mache ich die Spermaportion fertig und packe sie in das Besamungsbesteck und ziehe die Seminette drüber und stecke mir den Stab hinten in mein T-Shirt am Rücken. Währenddessen hat sich mein Handy meist schon automatisch über die WLAN-Verbindung der iBreed verbunden mit der Pistole. Dann packe ich das Handy in die Handyhalterung und kann so losgehen. Wenn man an der Kuh steht, macht man vorne auf den Sanitärüberzug ein bisschen Gleitgel drauf, schmiert das ein bisschen auf die Scheide vorne und führt dann die Pistole ein. Wenn die Pistole in der Kuh drin ist, zieht man den Sanitärüberzug ein Stück zurück, sodass man vorne bei der Kamera wieder klare Sicht hat. Der Überzug ist perforiert, weshalb dieses Zurückziehen auch sehr leicht ist. An der Kamera vorne ist ein schwarzer Punkt, damit wird die Öffnung der Zervix fokussiert. Wenn man den richtigen Punkt gefunden hat, bedient man den Knopf auf dem Kompressor, saugt sich an. Ab dann sieht man auf dem Handy nichts mehr und führt das Besamungsbesteck in die Pistole ein und durch gewisse Bewegungen passiert man die letzten beiden Burdi-Ringe. Und dann kann man das Sperma auch schon ablegen. Dann löst man den Schlauch vom Kompressor und zieht die Pistole wieder heraus. Hier in diesem Stall bei Veronika zu Hause hat Veronika auch Maria gezeigt, wie das mit der iBreed funktioniert. Das Video könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Für heute soll es das gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.